Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Junior und herzlich willkommen zum nächsten Higher Lower Game. Ja, Freunde, heute gibt's mal wieder eine gechillte Runde Higher Lower. Die erste Folge kam richtig krank bei euch an, Alter. Es hat mir auch übertrieben Bock gemacht, Leute. Und jetzt, bevor dieses Video anfängt, möchte ich mal gerne, dass ihr mir alle zuhört, denn ich habe hier was zu sagen, was mich ein bisschen abgefuckt hat in den Kommentaren in letzter Zeit. Und zwar haben viele Leute geschrieben, ey, René, du nimmst deinen Kanal gar nicht mehr richtig ernst. Dann haben viele noch geschrieben, bring mal wieder ein bisschen Struktur auf dem Kanal, du brauchst ein zweites festes Spiel, momentan ist ja nur Life is Strange da, du machst nur noch solche Minispiele, die im Trend sind, weil es die meisten Klicks bringt. Solche Kommentare waren da gewesen, Leute. Und ja, ihr habt recht, ich mache momentan auch Spiele, die, ja, sag ich mal, nicht unbedingt im Trend sind. Dieses Higher Lower, natürlich, das ist im Trend, aber so die Ariane, Date Ariane oder so, das war damals im Trend. Jetzt ist es nicht mehr so unbedingt im Trend, nur ich hatte Bock gehabt auf eine Folge und worauf ich Bock habe, das bringe ich auch, Leute. Und ihr müsst eins wissen, und zwar, wenn jetzt zum Beispiel Bibi ihren neuen Song rausbringt oder rausgebracht hat und YouTuber machen dazu Videos, wie sie reacten, dann finde ich das scheiße. Sowas finde ich scheiße. Wisst ihr, wie ich meine? Weil es gucken sich trotzdem die Leute an, aber ich finde es scheiße. So. Aber wenn ich Spiele bringe, die bei den Zuschauern gut ankommen, wie zum Beispiel auch mal jetzt hier Dead by Daylight ab und zu mal oder Freitag der 13. habe ich ja auch alles gebracht. Wenn das alles gut ankommt und ich das feiere, dann ist das doch kein Problem. Deshalb, ihr müsst mich da mal in diesen gewissen Situationen auch ein bisschen verstehen, Leute. Natürlich versuche ich das auch zu bringen, was beiden Seiten am meisten Spaß macht. Life is Strange macht mir auch Bock. Ich muss sagen, das ist ein Spiel, hat nur 30.000 Klicks auf dem Kanal ungefähr, aber es hat trotzdem diese 30.000 Leute, die das gucken, und für die werde ich das auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen. Und natürlich macht es mich dann in einer gewissen Art und Weise ein bisschen traurig zu sehen, wie zum Beispiel danach ein Ariane-Video, wo ich sie date, nach ein paar Stunden diese 30.000 schon längst hat und über 10.000 Klicks und Likes und sowas. Und natürlich, Likes und Klicks sind nicht, ist nicht alles, keine Frage. Aber man muss als YouTuber auch in einer gewissen Hinsicht schauen, wie man den Kanal vorantreibt. Mal zum Beispiel würde ich jetzt, ich habe euch ja gesagt, ich habe Bock auf diese Minispiele und die bringe ich dann auch. Ich bringe die nicht nur, weil die am meisten Klicks bringen, das habe ich niemals gesagt, weil die auch Bock machen. Habt ihr die erste Folge von diesem Spiel gesehen, wie ich das gefeiert habe, Alter? Und ich will heute hier unbedingt meinen Rekord knacken, deshalb tut es mir gerade leid, dass ich so viel hier am Labern bin, aber das sind so Dinge, die ich jetzt unbedingt gerade hier loswerden möchte, Leute. Und ja, deshalb hoffe ich da, dass ihr mich dann in dieser Hinsicht verstehen könnt. Ich muss gucken, wie ich das mache. Und ich muss gucken, ich will ja meinen Kanal, dass der vorankommt, dass der wächst und alles. Und wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt drei feste Spiele auf dem Kanal. Life is Strange, und dann bringe ich da noch zwei andere Kampagnenspiele. Alle Kampagnenspiele machen immer im Durchschnitt so ihre 30.000, 40.000 Klicks. So. Und ist natürlich schön und gut, ist nicht schlecht. Darüber würden andere sich sowas von krass freuen. Ich freue mich auch mega, keine Frage. Nur wenn ich weiß, dass andere Spiele, die ich auch feiere, wie zum Beispiel Call of Duty, GTA 5 Online, Freitag, Dead by Daylight, solche Spiele noch viel, viel besser bei euch ankommen, die ich aber auch feiere, dann mache ich natürlich bevorzugt diese Spiele. Wisst ihr, wie ich meine? Und das hat nichts damit zu tun, dem Trend hinterher springen. Ich habe gesagt, wenn zum Beispiel damals dieses Scheiße da war mit diesem 1000-Grad-Messer und sowas, wenn sofort dann alle auf den Trend springen, sowas finde ich nicht angebracht, finde ich scheiße und so. Das feiere ich persönlich nicht und würde ich auch nicht machen. Aber ja, ich habe jetzt genug gelabert, Leute. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal ein bisschen eine klarere Sicht bekommen und so. Natürlich, momentan lade ich auf dem Kanal jeden Tag ein Video hoch. Ich habe vor kurzer Zeit noch jeden zweiten Tag zwei hochgeladen, keine Frage. Die Videos sind ein bisschen zurückgegangen. Das lag aber auch daran, weil ich in L.A. war, ich war in Dubai, ich war sehr viel unterwegs, viele Events. Aber ich habe euch versprochen, seit Tag 1, jeden Tag wird hier ein Video kommen auf diesem Kanal. Und das habe ich auch bisher immer eingehalten. Vielleicht ein, zweimal nicht, aber sonst immer, auch wenn ich krank war oder sonst irgendwas. Und ja, Freunde, das wollte ich erstmal losgeworden sein, weil manche Kommentare, die fucken mich echt ab, Alter. Das geht echt nicht manchmal, was teilweise Leute schreiben. Deshalb überlegt zweimal, bevor ihr sowas schreibt, und schreibt nicht einfach drauf los, Leute. Ich meine das natürlich nur gut, Mann. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich bin. Und ich habe niemals gesagt, dass ich diesen Kanal hier irgendwie nicht mehr als Let's Play-Kanal haben will, sondern nur Minispiele bringe, nur Call of Duty. Das habe ich niemals gesagt. Ich werde auf jeden Fall immer ein festes Let's Play-Spiel wird mindestens am Start sein, weil das ist das, womit ich angefangen habe auf diesem Kanal, Let's Plays, und nicht die ganze Zeit nur Minispiele zocken, mal hier, das, mal das. Natürlich ist das auch geil, aber Let's Plays, so Spiele, Story-Spiele, das werde ich auf jeden Fall beibehalten, Alter. So zum Beispiel Uncharted und so, das würde ich mir niemals erlauben,
sowas nicht auf diesem Kanal zu bringen, weil ihr kennt mich dafür. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an und heute knacken wir unseren Rekord. Letztes Mal waren es 25 und jetzt bin ich gespannt, Alter. Serial, was zur Hölle ist Serial, Alter? Das ist irgendeine App, chinesisch Takeaway. Oder chinesische Nudeln, Alter, die drehen durch, Alter. Okay, verkackt. Chinesische Nudeln drehen sehr gut durch, Alter. Hör mir auf, Mann. Richtig schön verkackt hier. So, komm jetzt, der zweite Versuch. Preparing Game. Anorexia. Also ein abgebissener Apfel oder Nescafé. Ach, Nescafé, Alter. Nescafé. Digga, das ist der schlimmste Start aller Zeiten. So, und jetzt bei diesem Versuch werden wir das packen. Wir werden jetzt durchdrehen. Friends. Freunde, The Beatles. Beatles werden nicht mehr so oft gegoogelt, auf keinen Fall. Ja. So, das ist unser erster Punkt. Batman Begins. Oder die Beatles. Ey. Fuck, Mann. Batman oder Beatles? Boah. Junge, ey. Oh mein Gott. Ey, das ist krank jetzt. Wisst ihr, was das ist, rechts? Wisst ihr, was das ist? Ey, das ist gerade zu krank, Mann. Ey, das finde ich gerade zu krank, dass das jetzt kommt. Psoriasis, das ist meine Hautkrankheit, die ich habe. Das ist Schuppenflechte. Die kommt hier einfach, Mann. Und genau sowas habe ich. Seht ihr das, was der in der Hand hat? Genau sowas habe ich auch. Jetzt momentan ist es ganz gut zurückgegangen. Aber genau das habe ich auch, Alter. Das wird natürlich oft gegoogelt, aber... Boah, ich weiß nicht. Es haben 5% in Deutschland die Krankheit. Wird viel gegoogelt, aber nicht so viel wie Batman, oder? Ich sag lower. Och du Scheiße, okay. Ich habe sowas von reingeschissen. Ich habe jetzt nur auf Deutschland gedacht, aber es ist ja auf die ganze Welt bezogen. Aber was ein krasser Zufall, ne? Einfach meine Hautkrankheit kommt da. Nö, ist South Park, ganz klar. So, 2,4 Millionen, ey. Thunderbirds ist ein Spiel, niemals hat das mehr. Boah, schon viel, ne? Augmented Reality. Digga, das sind Sachen, von denen habe ich noch nie gehört, ey. Das ist... Ah, okay, das wird niemals so oft gegoogelt, Alter. Niemals. Das ist so, wenn du zum Beispiel Pokémon Go spielst, du siehst schwarzes Loch. Schwarzes Loch, Alter. Das wird auf jeden Fall öfter gegoogelt, ey. Boah, ich bin voll nervös irgendwie. Yoga muss mehr gegoogelt werden. Wenn nicht, wollte ich schon sagen, Alter. 5 haben wir geschafft. Puerto Rico. Niemals mehr. Das ist eine Insel. Natürlich wird die oft gegoogelt. Boah. Digga, ich verschätze mich. Sternennacht. Ey, das wird echt schwer werden. Niemals werde ich das packen, Alter. Ich werde das niemals packen. Ey, wie habe ich letztes Mal 25 geschafft? Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Rekord war. Ich werde hier auf jeden Fall das durchziehen. Ich will es schaffen. Rear Window Stand. Das ist auf jeden Fall mehr, Mann. Ey, ich schwör's dir, ey. Deshalb, ich hab's überlegt. Ey, bringst du das jetzt in der Nacht oder tagsüber? Ich bin kurz vorm Ausrasten hier, ne? Wir haben gerade 4.40 Uhr, Alter. Roadrunner Ashley Madison. Machen wir mal lower. Jawolski. Okay, Leute, Alter, komm, jetzt neuer Versuch. Horoskop oder Prinzessin Diana? Prinzessin Diana, nein. Niemals wird die mehr gegoogelt, Alter. Das kommt ja, glaube ich, momentan an auf der Welt. Man muss denken, monatlich. Monthly. Spaß, man. Bangkok, auf jeden Fall ganz klar mehr als Prinzessin Diana. Man muss immer nur logisch denken, Alter. Meth. Crystal Meth. Monatlich, Meth. Stadt Bangkok. Bangkok ist eine Stadt, die besucht wird. Die wird öfter gegoogelt als Meth. Ganz klar. Ja, Mann, Alter, ich muss dieses Denken dabei behalten. Coachella Festival. Also habe ich ehrlich gesagt nie von was gehört, richtig. Deshalb sage ich weniger. Ja. Easy, Alter. Calculator. Calculator. Kalkulator. Boah, was geht denn jetzt ab? 20 Millionen! Ich dreh durch! Mitten in der Nacht, Alter! Ich gucke. Ey, wenn's tagsüber wäre, spielt jetzt die Flaschen auf die Decke schmeißen, Alter! Ich schwör's dir, bei sowas könnte ich ausrasten. 20 Millionen mal der Kalkulator, ey! Mann, Alter! Nächstes Mal bring ich das Spiel wieder tagsüber, Leute, auf jeden Fall! Apple! Bruder, Apple ist die Macht. Apple, sag ich 30 Millionen, ey! Was? Klar, hier! Da ist die Pferdemaske. Die Pferdemaske, Alter, ey. Mein Gott. Ey, Leute, Mann, ich will meinen Rekord knacken. Mount Everest. Sick. Was ist Sick? Sick, Bruder. Sick, der geht. Weg damit. Easy. Border Terrier. Sein Hund wird oft geguckt. Hunde werden oft. Ey. Ich könnte durchdrehen, ne?
immer mitten in der Nacht, Alter, bitte, Mann. Ey, wie habe ich 25 geschafft? Audi, Brustimplantate. Niemals mehr. Okay, ich muss mir ins logische Denken beibehalten. Middlemarch. Kenne ich nicht. Was ist Middlemarch? Ja, deshalb. So muss ich immer denken. Kenne ich nicht. Katy Perry, 3 Millionen auf ihren Nacken, Alter, auf jeden Fall. Ja, siehst du, ich war gut dran. Avon? Guck mal, ich kenne Avon nicht. Weniger. Avon in euer Arschloch. Ey, ich schaffe heute nicht mal 10. Das ist echt nicht wahr, Leute, ne? Das fuckt mich richtig ab. Toronto Raptors, Aldi. Bruder, Aldi Süd, Alter. Aldi auf euren Nacken. Weil, ey, wie kann auf der ganzen Welt... Barry Manilow kenne ich nicht. Easy. James Brown, habe ich schon mal gehört. Der wird oft gegoogelt, sehr, sehr oft. Ja. Huffington Post ist eine Zeitschrift, die ist safe über 1 Million. Ja, die kenne ich sogar, die Zeitschrift. Palm Island. Oh, in Dubai. Leute, genau hier war ich, Mann. Genau hier war ich. Ey, wisst ihr, was für eine kranke Stadt das ist? Guck mal, was für einen Ausblick ihr da habt, Alter. Das ist so krank. Die Palmen. Das ist mit einer der, sag ich mal, ja, krassesten Orte der ganzen Welt. Und, aber das ist anderes, eine Zeitschrift. Das ist gerade eine creepy Frage. 100% wird das weniger gegoogelt. Weil es ist genauso, wenn ihr jetzt zum Beispiel Zeitung lesen wollt und ihr gebt bei Google ein Bild. Und so ist das bei dieser Huffington Post. Deshalb sage ich weniger. Was? Ey, die Palme einfach 18.000 Mal nur. Ey, das ist doch nicht normal, Alter. Ich habe gedacht, locker 2 Millionen oder so. Jim Carrey auf jeden Fall öfter, Mann. Jim Carrey ist ein bekannter Schauspieler, den kenne ich auch. So, I'm Alan, wenn das mehr gegoogelt wird, diese scheiß BBC-CD da, oder wie das eine Kacke das ist, 4400, Alter. Limousine, auf jeden Fall öfter. Guck mal, so einfache Sachen, die sind easy. Aber was zur Hölle sind jetzt Scantled Candles? Scantled Candles. Was ist das, Leute? Ich schwör's, in Deutschland ist das nicht bekannt, in Amerika bestimmt schon. Ich riskiere, oh, ja. Plato. Who the fuck is Plato? Plato. Ey, wer ist denn Plato? Ich kenne nur Pato, aber nicht Plato. Mehr, Bruder. Das war jetzt Raten, Mann. Ich gebe meinen Kampf. Hitler. Ey, Hitler, kann das sein? Ey, mein Kampf, Alter. Wer googelt denn noch meinen Kampf? Weniger. Muss eigentlich weniger. Safe weniger. Wer googelt denn auf der ganzen Welt meinen Kampf? Nur in Deutschland. Das wird niemals im Monat über 450.000 sein. Wenn ich mein... Boah. So oft wird das noch gegoogelt. Ikea, Alter, 20 Millionen, nochmal rein. 40 Millionen, Alter, 12. Donnie Darko. Who the fuck is Donnie Darko? Wenn die jetzt mehr als 37 Millionen hat, wisst ihr, was ich dann mache, Alter? Dann mache ich einmal das Licht an und aus. Ja, wollte schon sagen, ey. Junge, Junge, 13 Pac-Man. Pac-Man? Ja, das ist ein Spiel, was jeder kennt. Aber wer googelt das noch heutzutage? Unser Rekord ist gerade 13, Mann. Leute, das wird jetzt mein... Ja, komm. Mein vorletzter Versuch werden. Danach werde ich noch einen neuen Versuch starten. Ey, Mann. Pac-Man oder Donnie Darko. Pac-Man. Ich gehe das Risiko ein. Boah, Pac-Man 5 Millionen. Krank. Michigan Stadium. Also ist bestimmt ein Stadion von einer Footballmannschaft. Ich weiß aber nicht von welchem Team. Deshalb weniger. Weniger. Jawoll, Alter. So. Oh mein Gott, Formel 1, ja, Mann. Guck mal, jetzt kommen einfache Sachen, Alter. Guck mal, wie easy, Mann. Das ist gerade voll easy. Man muss hier Glück haben. Oh, Robert Wardlow. Der größte Mensch der Welt war das, glaube ich. Der wird aber nicht so oft gegoogelt wie Formel 1. Wenn das stimmt, Alter, schon sagen, ey. Guck mal, Leute, 17, Mann, noch 8. Homelessness. Auf jeden Fall mehr, oder? 100%. Aber wie knapp. Childcare. Oh mein Gott, jetzt geht's los, Alter. Ey, ich will jetzt nicht verkacken, Leute, Mann. Childcare. Also. Ja. Ey, Leute, das ist echt. Was sollen wir machen, Alter? Ey, was sollen wir machen, Alter? Ich weiß es nicht. Childcare. So, sozusagen, dass ich um die Kinder kümmern. Kindergartenmäßig so. Homelessness. Weniger. Boah. George Best, ja, Bruder. FIFA-Legende, Alter. Oh mein Gott, Alter. Aber auch nicht so viel mehr. Hurricane Katrina. Ja, mehr müsste mehr, oder?
Müsste mehr sein. Müsste mehr sein. Da müsste mehr sein. Oh, 21, komm noch 4. Allah, auf jeden Fall mehr. Muss mehr. Aber das ist auch ziemlich wenig. Ey, mal wieder Apple kommt. Junge, das hatten wir doch schon gehabt, Leute. Cricket. Ey, Cricket. 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 Bruder, da ist noch ein. Taylor Swift, oh mein Gott. Jetzt kommt die, das ist wie bei Wer wird Millionär, gerade diese Millionärsfrage, Alter. Taylor Swift. Ey, und die muss über 5 Millionen mal gesucht werden im Monat. Die ist momentan richtig angesagt, vielleicht momentan ein bisschen mehr zurück. Aber sie wird mehr als 5 Millionen haben. Ey Leute, was sagt ihr, Mann? Ey, ich habe ein ungutes Gefühl gerade. Aber mein Gefühl sagt mir mehr. Ha, ja. Ja. Okay, 25 war unser Rekord. 25 war unser Rekord. Jetzt jede Zahl danach haben wir es geknackt. Jetzt jede danach. Motocross. Das wird niemals. Ja, Mann, wir haben unseren Rekord, Leute. Das war mein Ziel. Das war mein Ziel, Alter. So Solarpanels. Niemals so viel. Wer googelt denn Solarpanels, oder? Ich bin gerade in Fahrt wie der Rapper. Justin Timberlake, Bruder, Alter. Du hast über 10 Millionen. Was? Nur 1,8 Millionen? Tora. Das ist ja nochmal eine Tora, eine Inschrift. Niemals mehr, Alter. Boah, Leute, Mann, wenn wir die 30 knacken, ist krass. Shakira, Baby, Alter. Wenn ich Piqué wäre, ey. Eieiei, Alter, da würdest du nicht mehr leben, ey. Contraception? Schwanger. Oh Gott, Schwangerschaft. Boah, das ist jetzt, glaube ich, eine Zwickmühlenfrage, Leute. Wisst ihr warum? Weil Schwangerschaft. 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 Weniger. Boah. 31, Bryan Adams, Bruder, ey. Das ist so ein geiler Sänger. Das ist der, Leute, das ist der, der diesen Song gemacht hat. Hört ihr gerade im Hintergrund? GTA Vice City Song. Genau dieser Song, den werden wir jetzt schön laufen lassen, Alter. Bryan Adams, Bruder, Alter, der muss oft gegoogelt werden. Ja, Wolski, Alter, 32. Ticketmaster. Ticketmaster, was für ein Ticketmaster? Ja, es ist ein... Oh mein Gott. Wir wurden in den Arsch genommen. Oh, wir haben 32 geschafft, Leute. Wir haben einen neuen Rekord geschafft, Alter. Das war mein Ziel, Leute. Das war mein Ziel. Am Anfang richtig reingeschissen. Aber am Ende haben wir dann noch die 32 geknackt, Alter. 7 mehr, als wir sonst gepackt haben. Guck mal, Leute. Dieses Spiel hat mir richtig Bock gemacht. Diese Zeit, die wir gerade hier investiert haben, die ist so verflogen, ey. Solche Spiele machen mir übertrieben Spaß. Und ich hoffe, ihr seht das. Hier ist nichts geschauspielert, Alter. Nichts für Klicks, nichts für sonst was. Es macht mir einfach Bock. Und es kommt gut bei euch an. Also es ist doch perfekt, Alter. Es ist für beide Seiten gut. Also, Leute. Lasst wieder einen Daumen nach oben da, Mann, würde mich wieder sehr über 10.000 Likes freuen. Und wenn ihr weitere Folgen davon sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe auch mal Bock gehabt, demnächst so mit ein paar Kollegen das zu machen, wo wir dann uns vielleicht so eine Backpfeife geben oder einen Nackenklatscher, wenn einer verkackt und so. Das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall, Mann. Ich richtig Bock, Leute. Auf jeden Fall bin ich jetzt raus, Mann. Nehmt mir die Worte auf jeden Fall nicht zu übel, die ich euch am Anfang gesagt habe. Das war nichts, was ich böse meinte, sondern einfach nur purer Real Talk, damit ihr mich auch ein bisschen verstehen könnt. Und Leute, ihr wisst ja, ich will für keinen was Schlechtes, ich will immer für jeden das Beste. Und ja, damit bin ich raus, Mann. Macht's gut, haut rein und ciao.